Herzlich willkommen. Dem einen oder anderen kann man ja sogar noch ein frohes neues Jahr wünschen. Wir haben uns noch nicht gesehen. Herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass ihr so zahlreich auf Zuruf kurzfristig erschienen seid. Wir werden diese Pressekonferenz heute in zwei Teile aufteilen. Wir beginnen mit dem Teil, das lässt auch schon der Gast zu meiner Linken bzw. von euch aus gesehen Rechten vermuten, Konrad Fünfstück, mit ein paar Statements zum Thema Nachwuchsleistungszentrum und damit verbunden natürlich auch zum Thema Zukunftsmodell FCK. Dann unterbrechen wir kurz und leiten dann zu einem weiteren Teil über, der sich dann sowohl mit einem nicht mehr ganz so überraschenden Überraschungsgast als auch unserem Cheftrainer und natürlich Stefan Kunz schmückt. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite, Stefan. Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt, wenn ich es recht sehe, da einiges zu vermelden. Ja, ist so, dass sicherlich heute ein Tag ist, der sehr viel Stolz beinhaltet. Ich hoffe auch, dass man das nicht zu viel merkt oder dass das dann als ausartet irgendwo auf unserer Seite. Aber es ist so, dass wir in der vor drei Tagen erteilten Zertifizierungsergebnis die Mitteilung bekommen haben, dass wir im Nachwuchsleistungsstern mit 3 Sternen zertifiziert wurden. Das ist die höchste Bewertung, die es gibt. Ich weiß nicht, ob ein Verein vorher schon mal von 0 auf 3 Sterne wieder sich hat platzieren können. Es ist natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht oder wenn man ein bisschen langfristiger denkt, als wir, damit meine ich den Aufsichtsrat und den Vorstand, als wir überlegt haben, wie wir den Verein ein bisschen zukunftssicherer aufstellen können, und über das Nachwuchsleistungszentrum natürlich dann als weiteres Standbein nachgedacht haben, dass wir wussten, wenn man so eine Fananleihe auflegt, dass man auch irgendwo Einnahmen haben muss, wie man die Fananleihe wieder zurückzahlt, beziehungsweise die Zinsen davon bedienen kann. Da waren natürlich dann die Gelder, die es für jeden einzelnen Stern gibt, waren das Ziel. Wir haben dann personell eine Veränderung durchgezogen, haben mit Conny Fünfstück einen neuen NLZ-Leiter und gleichzeitig auch noch einen U23-Trainer verpflichtet. In den Vorgesprächen war klar, was seine Hausaufgabe oder was seine Hauptaufgabe werden wird, nämlich die Zertifizierung neben der U23. Alleine das war eigentlich schon eine Frechheit, was man einem einzelnen Mann aufbürdet. Aber wir waren uns so ein bisschen der Belastungsfähigkeit von Conny, waren wir uns bewusst. Und jetzt mit den 3 Sternen, also damit, dass wir dann praktisch zu allen Größen der Bundesliga gleichziehen, egal ob es jetzt die Bayern oder die Dortmunder oder die Schalker sind, aber natürlich dann auch gerade hier in der Umgebung mit den Mainzern, mit den Hoffenheimern. Es gibt halt mal keine höhere Auszeichnung als die, die wir jetzt wieder haben. Das erfüllt unwahrscheinlich mit Stolz, sage ich ganz offen und ehrlich. Das ist ein erster Schritt, wo natürlich auch, wenn wir gerade die Tage auch so ein bisschen über dieses Zukunftsmodell reden, was wir mit der Stadt anstreben, war das natürlich dann auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir nochmal gezeigt haben, wir haben von unserer Seite da wieder was getan. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir in den Verhandlungen mit der Stadt, was den Grundstücksrückkauf und das Zukunftsmodell, was den Pachtvertrag anbelangt, dass wir da dann den nächsten Schritt gehen können, weil dann könnten wir praktisch so richtig loslegen und in den Fröner Hof investieren. Auch nochmal gucken, dass das nachher nicht jemand so auslegt, als würde man sich jetzt selber hier beweihräuchern wollen. Aber wir haben ja erkannt, dass bei 0 Sternen muss ja etwas nicht ganz optimal gelaufen sein bei der letzten Zertifizierung. Und es ist auch keine Neuigkeit, wenn man sagt, dass diese Zertifizierung immer wieder in Nuancen, was die Anforderungen anbelangt, verändert wird. Also das, was jetzt bewertet wurde, ist nicht das Gleiche, was vor 3 Jahren bewertet wurde. Aber letztendlich wussten wir, wo wir Schwächen haben. Das war nun mal Hauptgesprächsgegenstand mit Konrad Fünfstück, dass er eben genau diese Schwächen ausmerzen muss, dass er Veränderungen herbeiführen muss. Und das kann jeder aus ihrer Sicht selbst beurteilen. Du kommst jetzt irgendwo neu hin und fängst mal als allererstes an, ziemlich alles auf links zu drehen. Das, was bisher gut war, war dann nicht mehr gut, sondern musste definitiv besser werden. Das schaffst du aber nicht, indem du im Holzhammer da durch die Gegend läufst, sondern mit sehr viel menschlichem Feingefühl und auch trotzdem mit einer gewissen Bestimmtheit und ganz nebenbei auch noch erfolgreich unsere U23 zu trainieren und dann eben so Jungs wie jetzt zum Beispiel in Schau Zimmer oder die 6, 7 anderen Spieler, die immer wieder in der ersten Mannschaft im Training waren, dann eben auch auf diesem Leistungsniveau zu halten. Da muss ich sagen, dass das erfüllt mich unwahrscheinlich mit Stolz. Ich würde dann im Fußballjargon sagen, dass Conny sicherlich mit zu den
besten Neuverpflichtungen gehört, die wir beim FCK getätigt haben. Innerhalb von einem Dreivierteljahr diese Zertifizierung da nicht nur mit dem Ergebnis zu schmücken, sondern eben auch diese ganzen Umstrukturierungen durchzuziehen. Das ist für mich unmenschlich, das ist unglaublich, was er da geleistet hat. Er hat sein ganzes Team begeistert dafür und da diese Zertifizierung logischerweise auf den Hauptverein auch übergeht, hat er auch all die, die bei der Zertifizierung auch von der Geschäftsstelle hier mitgeholfen haben, ebenfalls so verrückt gemacht, dass im Grunde genommen alle jetzt darauf gewartet haben, bis endlich dieses Ergebnis kommt, was dann auch 2-3 Mal verzögert und rausgeschoben wurde, bis es dann letztendlich vor 3 Tagen da war. Und ich muss sagen, das könnte eigentlich dieses Ergebnis in der Jahresstatistik 2014 kann das nur noch Mitte Mai getoppt werden mit einem Ereignis. Ansonsten ist das sicherlich das herausragende Ereignis des FCK in den letzten Jahren. So viel ein mit voller Stolz erfüllter Vorstandsvorsitzender von einem 3 Sterne zertifizierten Nachwuchsleistungszentrumsverein. Vielen Dank, Stefan Kunz. Conny, Konrad 5 Stück. Jetzt haben wir so viel Lob gehört. Ich weiß, das hörst du eigentlich gar nicht so gerne. Verdient hast du es aber trotzdem. Vielleicht ein kurzer Einblick. Was sind denn eigentlich die Kategorien gewesen, die bewertet wurden? Viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, was eigentlich hinter so einer Zertifizierung steckt und was der DFB bzw. die Kommission da bewertet. Ja gut, vorab erstmal, wir freuen uns natürlich als Nachwuchsleistungszentrum, dass wir 3 Sterne erhalten haben. Es ist mir extrem wichtig, vorab das mal herauszustellen. Es ist nicht die Arbeit von einer einzelnen Person. Es ist die Arbeit des FCKs. Und wenn ich jetzt im abgelaufenen Jahr einfach sehen kann, wie wir vom Leistungszentrum die Unterstützung hatten, von Vorstand, von Aufsichtsrat, dann ist es sehr, sehr gut gewesen. Aber auch, was die sportliche Ausbildung anbelangt, hinsichtlich des Trainerteams Lizenzmannschaft, damals von Franco Foda in Fortsetzung von Kostas Runjajc, die uns wirklich hier sehr gut unterstützt haben. Für uns als Leistungszentrum vom 1. FC Kaiserslautern sagen wir natürlich, 3 Sterne ist die objektive Bewertung des DFB und der DFL, wie hier gearbeitet wird. Man muss einfach mal feststellen, dass diese Kriterien, die wir hier erfüllen mussten, aufgebaut waren in 8 Dimensionen. Wir haben innerhalb dieser 8 Dimensionen insgesamt bei 6 Dimensionen die Bewertung exzellent erhalten. Das heißt, wir hatten hier über 90%. Insbesondere beim Themengebiet der fußballerischen Ausbildung, unserem Schwerpunktgebiet, was wir haben, haben wir hier wirklich hervorragende Noten bekommen mit vielen guten Kommentaren, was wir hier in Kaiserslautern praktizieren und können also insgesamt sagen, dass die Firma Foodpass durch DFB und DFL insgesamt dem Verein ein exzellentes Ergebnis ausschreibt und die Arbeit hier außerordentlich lobt und hier das auch anerkennt, was im Verein abläuft. Der Dank letzten Endes geht nochmal hier an den gesamten Verein, an alle Mitarbeiter, die im letzten Jahr sehr viel für diese Zertifizierung gearbeitet haben. Wir möchten auch nochmal herausstellen, dass wir diese Tätigkeit nicht gemacht haben für ein Unternehmen, für ein DFB, für ein DFL, sondern wir haben es gemacht für uns, wo wir sagen müssen, Arbeitsprozesse, Abläufe, Strukturen haben wir gebildet, haben wir geschaffen für die Zukunft des FCKs, für diejenigen, die hier den Verein leben. Und ich sage nochmal, wir können stolz sein, aber dürfen uns auch nicht ausruhen auf dem Erreichten, sondern es ist Ansporn, auch in Zukunft hier erfolgreich Talente auszubilden. Vielen Dank, Conny, 5 Stück. Wenn es Fragen gibt, bitte ich kurz um ein Handzeichen und dann wird euch das obligatorische Mikro gereicht. Von wem? Er springt auf. Huch, kurz weggenickt. Herr Sperber, 1 Sekunde. Schon die Batterie ein. Ist dann meistens so.
Herr Sperber für die dpa. Ja. Herr Fünfstück, wie viele Leute sind denn eigentlich in dem Zentrum beschäftigt? Und dann hätte ich natürlich noch eine neugierige Frage, wie viele Drei-Sterne-Zentren gibt es denn in Deutschland eigentlich? Also es ist bei uns so, wir haben 80 Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums, die natürlich nicht alle in Vollzeit beschäftigt sind. Bei diesen 80 Mitarbeitern ist das Spektrum sehr groß. Das ist von den Mitarbeitern, die die Kinder zum Training abholen, die Busfahrer, bis letzten Endes dann dahin, über Pädagogen, über diejenigen, die die Hausaufgabenbetreuung machen, über Athletiktrainer, bis dann letzten Endes hin zum U23-Trainer. 80 Mitarbeiter, die sich hier um 164 Kinder in der Ausbildung und Betreuung beschäftigen. Den zweiten Teil der Frage muss ich Ihnen sagen, das ist uns nicht bekannt, wie viele Nachwuchsleistungszentren in Deutschland die Kategorie 3 Sterne erhalten haben. Es ist für uns auf jeden Fall eine Bestätigung dessen, dass die Top-Clubs der Bundesliga, die natürlich auch über die finanziellen Ressourcen verfügen, schon mit 3 Sterne ausgestattet sind. Und wir sind stolz darauf, dass wir durch dieses gute Gesamtergebnis jetzt zu diesen Top-Clubs, was die Nachwuchsarbeit anbelangt, aufschließen konnten. Zu der Zahl 164 Kinder, ist das die Obergrenze oder könnten Sie noch draufsatteln? Nein, es ist von uns so aufgebaut, dass DFB und DFL gewisse Kadergrößen vorgibt, die sich zusammensetzen. Aber wenn wir jetzt reden von 164 Kindern, dann gehören hier verschiedene Teilbereiche auch noch dazu. Ich rede hier von unseren Schulkooperationen, wo wir auch Kinder von anderen Vereinen trainieren. Wir sprechen hier auch dementsprechend von Partnervereinen, wo wir talentierte Kinder aus- und fortbilden. Und insgesamt haben wir die Zahl 164 von Kindern, die wir versuchen, als Profispieler auszubilden. Bader Rudolf für die AZ Mainz. Können Sie was sagen zum Stand der Baumaßnahmen beim Nachwuchsleistungszentrum? An wen richtet sich die Frage? Herr Kunz. Ja, also wir haben im ersten Schritt, hat uns die Fernanleihe ermöglicht, dass wir an den bestehenden Gebäuden renoviert und modernisiert haben, beziehungsweise Umkleidekabine, Behandlungsräume für die Physios, zusätzliche Empfang herausgekriegt haben oder erarbeiten konnten. Ganz wichtiger Teil ist ein Gemeinschaftsraum, wo eben die ganzen Jugendtrainer von der U9 an bis zur U23 zusammensitzen und ihre Trainingsprogramme in die Computer und auf den Server eingeben können. Und dadurch ist das wieder so ein neuer Mittelpunkt geworden. Das waren jetzt die ersten Maßnahmen, Sofortmaßnahmen praktisch. Und dann haben wir jetzt, wie ich eben schon mal angedeutet habe, jetzt steht der nächste Schritt kurz bevor. Wir befinden uns in sehr konstruktiven, guten Gespräch mit unserer Stadt. Und wenn wir da die Einigung hinbekämen, und dann würden wir auch, sagen wir mal, innerhalb von den nächsten 2 Monaten das Grundstück zurückkaufen und dann auch mit dem Bau beginnen. Die Pläne dafür sind größtenteils in unseren Köpfen und teilweise schon auf dem Papier. Aber da warten wir eben, bis dann die Grundstücksfrage und das Zukunftsmodell geklärt ist. Oliver Sperg für die Rheinpfalz, hier in der ersten Reihe. Mikro kommt. Frage an Stefan Kunz. Welche finanziellen Vorteile bringen diese 3 Sterne zusätzlich? Man kann das nur ganz grob sagen, weil das kommt ja aus der Ausschüttung von der Champions League. Im letzten Jahr waren 0 Sterne, waren knapp um die 100.000 Euro. Und Sie können eigentlich pro Stern ungefähr 100.000 Euro dazuzählen. Im letzten Jahr gab es für 3 Sterne, waren es, glaube ich, relativ genau 411.000 Euro pro Jahr. Mhm, klar. An den Konrad Fünfstück, wie viele FCK-Jugendmannschaften gibt es im Moment? Ja, wir sind durchgängig besetzt, von F-Junioren bis hoch zur U23, mit Ausnahme, dass wir die A-Junioren U19 einfach besetzt haben, weil wir da der Meinung sind, da geht es dann nur noch um Elitebildung. U18 führen wir keine, ansonsten von den Bambinos bis einschließlich der U19 gehören die zum klaren Kerngebiet des reinen Nachwuchsleistungszentrums. Und dann die U23, die ja dieses Bindeglied ist zwischen reinen U19, U17-Teams und dann im Lizenzbereich von Kostas Runjačić und seinem Team. Gibt es eine Zahl dazu? Ja, ich wusste, dass du das fragst und habe dann an der Hand abgezählt, 10 Mannschaften sind das plus die U23.
Herr Sperber nochmal. Kommt von der anderen Seite. Rückkauf dieses Geländes Rönerhof, das hat ja auch eine finanzielle Komponente. Wie teuer wird denn das? Also das sagen wir dann, wenn wir mit der Stadt das Zukunftsmodell durchhaben. Das gehört zu den Verhandlungen dazu. Naja, ist klar. Hm. Gibt es noch Fragen zu dem Themenkomplex? Ja, Huber, die Jugendexpertin der Rheinpfalz. Maria Huber, auch für die Rheinpfalz, danke. Eine Frage an Konrad Fünfschuck. In welchen Bereichen musste denn am meisten verändert werden und was wurde denn da geändert? Also diese Frage wurde ja auch schon während der Zertifizierung oftmals gestellt und ich möchte mal eins rausbetonen, es war vor meiner Zeit nicht alles schlecht, das muss man jetzt mal ganz klar sagen, denn auch hier haben wir DFB Junioren Vereinspokal gespielt und ich wehre mich da immer so ein bisschen dagegen, jetzt kommt einer und alles wird gut und alles wird besser, weil ich einfach sage, es ist ein Teamgedanke, es ist ein Teamspiel auf dem Platz und neben dem Platz und dazu zähle ich mich und dazu kenne ich mich. Und klar, wenn ich jetzt sehe, die größte Veränderung gab es natürlich im Bereich der Fußballausbildung. Und da muss man einfach mal so sehen, diejenigen, die jetzt so ein bisschen dran waren, was noch verändert haben. Wir haben nicht nur von den Beurteilungsbögen, wo die Spieler regelmäßiges Feedback erhalten, Veränderungen vorhergezogen, bis hin zu dem Thema, wir möchten schon wissen, was ausgebildet wird, was trainiert welche Jahrgangsstufe, was muss ein Spieler können, der von der U19 in die U23 oder zur Lizenzmannschaft kommt. Wir haben ähnlich wie in der Schule einen Lehrplan erstellt, den FCK-Ausbildungslehrplan, der uns am Herzen gelegen ist mit unseren Trainern, die wiederum ausgebildet werden mit Übungen, mit einer Videothek, mit Übungsbeispielen, die wir gedreht haben. Wir haben ganz, ganz viel im Bereich der Traineraus- und Fortbildung gearbeitet, dass wir einfach sagen, okay, mit dem Cheftrainer Kostas Runjalic, wie möchten wir eigentlich, dass die Mannschaften am Feld auftreten? Und das war ein ganz großer Themenblock der fußballerischen Ausbildung, wo wir uns neu aufgestellt haben. Zweiter Block, der natürlich auch einfach nicht mehr so zeitgemäß war, war das Thema Personal. Wir haben auch beim Personal viele neue Stellen geschaffen. Wir haben auch nicht nur Hauptamtliche dazugeholt, sondern wir haben einfach im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten auch versucht, Teilbereiche neu zu strukturieren, mit klaren Verantwortlichkeiten, mit Aufgabenprofilen, mit Jobbeschreibungen, sodass jeder Mitarbeiter eigentlich jetzt dann weiß, okay, für was bin ich hier, was mache ich, was ist mein Job, was ist meine Anforderung und nach welchen Mitarbeitern werden wir hier eigentlich auch bewertet. Ganz großer Teilbereich natürlich auch das Thema der Ausbildung unserer Kinder außerhalb vom Platz. Hier haben wir nicht nur durch die Hinzunahme von Sozialpädagogen, von Diplom-Sportpsychologen, haben wir versucht, auch hier für die Zukunft des FCKs Zeichen zu setzen, wie wir möchten, dass die Kinder einfach hier ausgebildet werden in ihrer Persönlichkeit. Und das sind verschiedene Teilbereiche und ich kann mich einfach nur noch mal bedanken an die einzelnen Bereichsleiter, an die einzelnen Abteilungsleiter am Frönerhof, aber auch hier oben in den Abteilungen von Stefan Kunz, von Herrn Stenger, Fritz Grünewald, die hier wirklich in ihren Abteilungen uns prima zugearbeitet haben und nur aufgrund dessen, dass wir so ein gutes Team sind, als FCK, angeführt von der Spitze vom Vorstand, haben wir es geschafft, hier 3 Sterne zu erreichen. Nochmal Herr Sperber. Es gibt in der Metropolregion Rhein-Neckar eine Aktion von Hopp, Anpfiff ins Leben. Arbeiten Sie mit diesen Leuten auch zusammen oder haben Sie da bestimmt mal geschaut, wie die das machen? Die haben ja so ein ähnliches Konzept, wie Sie es eben gerade vorgestellt haben. Also vorab mal zu sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor Herrn Hopp und vor seiner Tätigkeit, die er hier in Hoffenheim auch für die Region, auch für die Vereine, die um Hoffenheim ja auch mit ihm zusammenarbeiten, wie er die unterstützt, welchen Plan er hat, welche Philosophie er hat. Und das zollt meinen höchsten Respekt. Da steht unheimlich viel Engagement dahinter, was man einfach auch mal anerkennen muss. Aber das habe ich damals auch, wo ich hierher gekommen bin, nach Kaiserslautern gesagt, es wäre ein Fehler, irgendjemand zu kopieren. Wir hier in Kaiserslautern haben nur dann eine Chance, dauerhaft im Nachwuchsbereich zukunftsfähig zu sein, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Wenn wir unsere eigenen Visionen haben, wenn wir unsere eigenen Ziele haben, wenn wir gucken, was ist hier eigentlich möglich, wenn wir ein kleines funktionierendes Team haben an Entscheidungsträgern und dann können wir Dinge umsetzen. Aber ich habe da keine großen Erfolgsmodelle gesehen, die irgendjemand versuchen zu kopieren. Wir werden unser eigenes Ding machen
Wir werden versuchen, den Weg mit den Mitarbeitern, die hier tätig sind, erfolgreich voranzugehen. Und ich kann auch noch mal sagen, das Nachwuchsleistungszentrum in seiner jetzigen Situation, auch in Verbindung mit Kostas Runjalic, mit dem Trainerteam, funktioniert hervorragend. Man hat das jetzt wieder gesehen, auch im Trainingslager, mit Jan Doro, mit Manny Osikwadu, was da für ein enger Austausch ist. Das ist eigentlich fantastisch. Dafür sind wir hier. Und ich denke, da sind wir momentan gut beraten, nicht auf andere zu gucken, sondern unseren Weg zu gehen. Elmar Babst für den SWR in der letzten Reihe. Der Herr mit Bart. Nochmal eine Frage zum Verständnis. Also diese Zertifizierung findet nur alle 3 Jahre statt. Habe ich das richtig verstanden? Also die nächste ist erst in 3 Jahren. Wenn man jetzt schon mal 3 Punkte hat, beziehungsweise 3 Sterne hat, dann ist man schon ganz oben. Gibt es da noch was inhaltlich, was noch zu verbessern ist? Oder sagen Sie, auf diesem Niveau, was wir jetzt erreicht haben, möchten wir weitermachen? Ja, es gibt schon was, weil wir haben ja, Conny hat es eben gesagt, es sind 8 Punkte, die bewertet wurden. In 6 Punkten haben wir die Höchstwertung, in 2 dann logischerweise nicht. Ein Punkt ist Personal. Da wird es ein bisschen negativ ausgelegt, dass zum Beispiel in dem Verein gerade Conny eine Doppelfunktion hat, als Leiter NLZ und als Trainer U23. Das wird es in Personalunion machen, hat natürlich Kostengründe. Dann hätte man in einer optimalen Zertifizierung, wären einige Positionen, wie zum Beispiel der Psychologe oder die Psychologin, wären hauptamtlich und wir haben es dann in der Teilbeschäftigung oder nebenberuflich. Das ist dann negativ ausgelegt worden. Das geht dann hoch bis zu meiner Person, weil ich ja praktisch auch sportlicher Leiter und Vorstandsvorsitzender bin. Das war negativ ausgelegt worden. Und der zweite Punkt, der nicht optimal war, ist die Durchlässigkeit. Da erzielen wir nach oben hin sehr gute Ergebnisse, aber die wird dann gerechnet praktisch von der U9 an. Und da verfolgen praktisch die Prüfer, wie viele Spieler von der U9 in die U10 kommen, von der U10 in die U11 und so weiter. Und je weniger man wechselt, umso höher wird das Ergebnis. Und je mehr man austauschen muss oder neu verpflichten muss, umso geringer wird es. Das waren die 2 Punkte, wo wir nicht die volle Punktzahl gekriegt haben. Gibt es noch Fragen an Konrad Fünfstück oder Stefan Kunz? In dem Zusammenhang würde ich dann vielleicht ganz gerne abschließend eine ganz kleine Personalveränderung noch bekannt geben. Wie wir in der Zertifizierung dann in den letzten Dreivierteljahr gemerkt haben, gibt es die Person des Koordinator Übergangsbereich. Das ist derjenige, der die U17, U19 und U23 Top-Talente etwas mehr betreut und sie darauf vorbereitet, wenn sie in den Lizenzspielerbereich reingehen und natürlich dann auch dort für die Zusammenstellung und auch das Scouting von diesen Altersbereichen zuständig sind. Und Marco Haber wird aus dem Teammanagement mehr in diese Rolle hineinschlüpfen, wird also dann mehr zur, ja, soll man sagen, den Conny in seiner Arbeit vor allem unterstützen und auch alle anderen, die für diese Jahrgangsstufen sichten, wird mit dem Scouting, wird aber dann auch bei den Beurteilungen dabei sein, sowohl von Trainern als auch von den Spielern und wird natürlich dann die Top-Talente noch mehr betreuen, um die dann an die Lizenzspielermannschaft ranzuführen. Das ist eine kleine Veränderung, die wir jetzt auch nach Abschluss der Transferphase jetzt zum 31. Januar ab Montag dann praktisch auch so leben werden. So, jetzt die abschließende Frage. Gibt es zu dem Themenkomplex noch Fragen Ihrerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Konrad Fünfstück bleibt uns hier erhalten. Der steht im Zweifel nach Abschluss der Gesamt-PK auch noch für Einzelgespräche oder ein Pool-Interview, Radio etc. zur Verfügung. Conny, danke.